Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die GTA-Box von Millionär. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. GTA von Millionär, das Ganze erscheint am kommenden Freitag, den 19. Juli. Ich habe das Glück, euch das Ganze heute schon vorstellen zu dürfen. Ich bin aktuell im Ausland unterwegs, deswegen hier vom Tisch, vom Licht etwas ungewohntes Setting, aber kein Problem, wir kriegen das auch so hin. Gut, wir haben hier eine Box in einem recht ungewöhnlichen Format, denn sie ist ziemlich länglich, ziemlich hoch, dafür nicht ganz so breit. In Schwarz und Gold kommt das Ganze. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal hier auf der Seite schneiden wir entlang. Machen die Folie ab. Und so sieht das Ganze dann ohne Folie aus. Also, wie gesagt, ungewöhnliches Boxformat in Schwarz und Gold hier die Oberseite. Also hier prinzipiell die Box in Schwarz gehalten. Und dann haben wir hier diese goldene Fläche mit dem weißen Karo-Muster. Und dann hier noch die Schrift Millionär GTA Gangster. Ticken anders lesen wir hier in Schwarz. Und das Schwarze ist so in einem Hochglanzlook, also es reflektiert im Licht. Sieht echt fein aus. Auf der rechten Seite zieht sich dieses goldweiße Karo-Muster durch. Auf der linken Seite lesen wir Millionär Gangster. Ticken anders. Schwarz. Schwarz. Und wenn wir das Ganze dann von unten ansehen, haben wir hier wieder goldweißes Karo-Muster, schwarzer Zwischenbalken. Hier gibt es die Credits, einen Barcode und einmal groß der Hahn, das Logo von Chabos. Ja, der Barcode hier ist in diesem Fall aufgeklebt. Und zwar lesen wir hier, GTA Gangster ticken anders, Brudi Box Größe 43. Was hat es mit dieser Größe auf sich? In dieser Box gibt es Schlappen, sogenannte Brudiletten. Und die gab es, soweit ich informiert bin, in unfassbar vielen Größen, also Größe 36 bis 46. Das ist echt eine Menge. Ich glaube, es gab noch keine Box, die so viele Größen angeboten hat. Also das muss bei der Herstellung ein ziemlicher Aufwand sein. So, das Ganze lässt sich dann hier rechts aufklappen. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal so einen Stoffbeutel, in dem werden sich dann wohl die Brudiletten befinden. Dann haben wir hier eine Bonus-EP. Eine zweite Bonus-EP, jede Menge Sticker, das Album an sich, eine Autogrammkarte und ein Poster. Von innen die Box komplett in Schwarz, die hat jede Menge Platz, also da kann man echt gut was reinstauen. Packen wir die Box mal zur Seite. Und hier ist, soweit ich es beurteilen kann, wirklich nur das Album in Folie. Also diese Box ist echt mal, was Verpackungsmaterial betrifft, umweltfreundlich. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. Also, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier den Interpreten abgebildet, Millionär vor einem weißen Mercedes. Da oben lesen wir Block Panorama präsentiert. Das ist ja das neu gegründete Label von Millionär, der jetzt mehr oder weniger bei Block Panorama Label Boss und der Chef, der Label Gründer ist, aber parallel natürlich auch noch bei Aslax weiterhin unter Vertrag ist, soweit ich es verstanden habe. Millionär GTA, also das Akronym steht wie gesagt für Gangster ticken anders. Kennen wir ja schon vom ersten Album, sein Soloalbum, sein erstes, hieß ja damals AMG, das stand damals für Ausländer mit Geld. Also der gute Mann hat etwas für Akronyme übrig. Und wie wir seit den letzten Interviews auch wissen, Gangster ticken anders. Das ist auf jeden Fall berechtigt bei seiner Vergangenheit, bei seinem Werdegang. Das Album kommt in einem Jewel Case und er dürfte sich hier in so einer Lagerhalle befinden. Also es sieht wirklich aus, als würde hier im großen Stil getickt werden, alle mögliche Ware. Millionär GTA lesen wir auch hier auf der Seite und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Insgesamt 17 an der Zahl, jede Menge Features. Wir haben Features von Jesus, Haftbefehl, Joker Bra, Bones MC, Capital Bra,
Malik Montana, Amu und Marv. Hier gibt es dann die Credits und einen Barcode und Millionär, wie man ihn kennt, wieder in einer Chabos-Jacke, in einem Chabo-Trainingsanzug. Wir werfen mal einen Blick in das Innenleben. Und zwar haben wir hier das Booklet. Millionär vor einem fetten Wagen. Es dürfte wohl ein Lamborghini sein. Hier haben wir die einzelnen Tracks inklusive der Info, wer produziert hat. Sehr schön. Weitere Tracks und weitere stilvolle Aufnahmen. So muss ein Booklet aussehen. Bis auf die Lyrics werden hier echt keine Wünsche offen gelassen. Jawohl. Hier mit AK-47 vor der Mercedes G-Klasse. Und zum Abschluss haben wir dann noch ein Zitat. Was lesen wir hier? Leider gibt es kein Happy End in diesem Drama. Alles kommt zu dir zurück. Das nennt man Karma. Manche Leute kommen als Segen in dein Leben, andere jedoch als Test. Anstatt hier jemandem zu danken, will ich euch lieber was mit auf den Weg geben. Und zwar, umgebe dich mit positiven Menschen, sei immer für deine Familie da, tue Gutes, sag Gutes, denk Gutes, vergeude deine Zeit nicht mit Negativen, das Leben ist zu kurz dafür. Milo, ich liebe meine Familie, K und A. Okay, hier zum Abschluss gibt es nochmal Millionär, rechts von ihm eine knapp bekleidete Frau mit einer schallgedämpften Uzi. So, schönes Booklet. Dann werfen wir mal einen Blick auf die CD. Die sieht so aus. Millionär hier im Auto, neben ihm die Flügeltür offen. So sieht das aus. Und hier auch nochmal Millionär mit schallgedämpfter Uzi. So, damit nicht genug, was die Musik betrifft. Wir haben hier eine EP am Start, also zwei. In diesem Fall ist das einmal die Amu Dhabi EP von Amu, der ja einer der Künstler ist bei Block Panorama, also eines der jungen Talente, welches Millionär unter Vertrag genommen hat. Er posiert hier vor einer Skyline und hier haben wir dann noch ein Porsche Cabrio, soweit ich es erkennen kann. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 6 Tracks an der Zahl. Features sind hier keine angegeben. Hier unten die Credits. Kein Barcode. Diese EP gibt es wirklich nur in dieser Box. So sieht das Ganze dann aus. Also wie auch das Cover, so ist die CD gestaltet und kommt wie gesagt in einer Papphülle. Und wir haben noch eine zweite EP. Keine Überraschung, die zweite EP ebenfalls von Block Panorama, in diesem Fall von dem Künstler Marv. Und die EP nennt sich passenderweise Marfucker. Hier oben lesen wir wieder Block Panorama präsentiert. Bei ihm sieht das Ganze ein bisschen sonniger aus, so nach Sunset Drive. Hier sehen wir hinten einen Sonnenuntergang vor Palmen. Das ist echt ein schönes Motiv. Und auch hier haben wir dann jede Menge Tracks, in diesem Fall 6 Stück und ein Feature von Malik Montana. Gut, das Ganze kommt auch wieder in einer Papphülle, sieht so aus. Also jede Menge Musik. Dann haben wir Sticker dabei und zwar 1, 2, 3, 4, 5 Sticker in verschiedenen Formaten. Einmal diesen hier, Bleib mal locker lan. Da gab es ja auch einen Track, ich glaube damals auf AMG war das, Bleib mal locker lan hat der geheißen. Dann haben wir diesen hier, einen Aslak Sticker, auch wieder kreisförmig. Dann diesen hier, Millionär GTA Gangster Ticken anders. Dann einmal wieder kreisförmig Block Panorama und nochmal das Albumcover von GTA. Also 5 Sticker, sowohl quadratisch als auch kreisrund, allesamt im Hochglanz. Eine unterschriebene Autogrammkarte haben wir auch dabei, die ist auch wieder quadratisch, recht ungewöhnliches Format für eine Autogrammkarte. Hier in Gold Milo näher unterschrieben mit 2 Kronen hier über seiner Schrift. Rückseite blank weiß, so muss das sein. Dann haben wir, was in keiner guten Box fehlen darf, natürlich ein Poster. Dieses Poster ist im Hochformat. Millionär hier vor einem Hochhaus, sieht so nach Plattenbau aus. Hinter ihm natürlich der weiße Mercedes, den wir auch schon vom Cover kennen. Hier unten Block Panorama Logo, rechts unten Aslak Logo und oben wieder GTA. Auf der Rückseite haben wir Millionär, das Foto kennen wir auch schon, und zwar aus dem Booklet. In diesem Fall hier wieder vor dem Lamborghini mit Flügeltüren. Block Panorama, Aslak und rechts oben wieder GTA. Jawohl. Und jetzt kommen wir zum
zweiten Highlight neben dem Album, neben der ganzen Musik in meinen Augen. Und zwar ist das hier dieser Stoffbeutel. iamchabo.com lesen wir hier. Und zwar ist das der Inhalt, dem diese Box ihre Größe verdankt. Denn wir haben hier die anfangs besprochenen... Jetzt geht das Ganze hier nicht auf. So, aber jetzt... Brudiletten nennt sich das Ganze. Es gab ja schon diverse Latschen in Boxen. Allerdings sind die diesmal etwas Besonderes. Denn die kommen in einer Chromoptik. Also das habe ich speziell, was Schuhe betrifft, noch nie gesehen. Also die Sohle hier ist in schwarz gehalten. Hier das Chabos-Logo, der Hahn. Und dann haben wir hier, ihr seht selbst, wie stark das hier reflektiert, in Chromoptik. Und dann lesen wir hier in goldener Schrift Brudi. Und damit nicht genug. Hier auf der Seite ist das dann auch nochmal gebrandet mit Chabos. Und auf der Innenseite dann glatt. So sieht dann die Sohle aus. Hier lesen wir auch wieder Brudi plus dem Chabos Logo. Und in diesem Fall hier 43. Diese Größe habe ich mir ausgewählt. Wie gesagt, ich glaube von 36 bis 46 könnt ihr echt alles wählen. Und auch die linke Brudilette ist hier mit Brudi beschriftet. Ja, passend zu den derzeit herrschenden Temperaturen. Also damit kann man gut den Sommer bestreiten. Und die Sohle fühlt sich auch gut gepolstert an. Also sowohl die Ferse... Also auch hier so vorne das Fußbett, das ist hier etwas erhöht. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier im Licht. Ja, hier ist so eine leichte Wölbung drin. Und ich glaube, das ist auch so ergonomisch etwas gesünder und besser für den Fuß als so ganz flache Latschen. Jawohl, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal diese beiden Brudiletten. Wie gesagt, Größe frei wählbar von 36 bis 46. Dann haben wir dabei das Poster beidseitig bedruckt, einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Die unterschriebene Autogrammkarte quadratisch, die Sticker 5 Stück an der Zahl, sowohl quadratisch als auch kreisförmig. Die Bonus-EPs, einmal die von Amu mit insgesamt 6 Tracks, dann haben wir die von Marv mit ebenfalls 6 Tracks und natürlich... Das Album von Millionär mit 17 Tracks, womit wir dann mit 17, 12 insgesamt auf 29 Tracks kommen. Das ist echt eine Menge. Und für die Brudiletten gibt es dann eben noch dieses Stoffbeutelchen hier, um das Ganze zu befördern. Jawohl! Das alles in dieser wunderbaren Box GTA Gangster Ticken Anders von Millionär. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Millionär unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.